Hare Krishna. Herzlich willkommen alle. Verstehen alle Deutsch? Mataji? Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Ich hab eins, danke. You speak English? Englisch? Basha? Könntest du vielleicht übersetzen? Geht das? Ah, musst du. Versteht ja? Ist das okay? Ich versuche langsam zu sprechen und deutlich. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, wir lesen heute aus dem heiligen Srimad Bhagavad Gita, wie sie ist, von Srila Prabhupada. Herzlich willkommen, danke, dass ihr da seid mit der Lecture. Wir sind übrigens im 10. Kapitel. Dieses Kapitel heißt die Füllen des Absoluten. Und da sind wir im letzten Vers jetzt vom Kapitel. Also wir beenden das Kapitel und ich versuche es auch ein bisschen nochmal umzubeschreiben, den Sinn vielleicht ein bisschen rauszuholen oder was Krishna uns hier sagen möchte mit dem letzten Vers. Und zwar lesen wir zuerst das Sanskrit, dann die Übersetzung und dann die Erläuterung. Atava bahu naitena. Atava bahu naitena. Kimchna tena tavarjuna. Kimchna tena tavarjuna. Vishtabhyam idam krishnam. Vishtabhyam idam krishnam. Ekam shena sthito jagat. Ekam shena sthito jagat. Atava bahu naitena. Kim jnatena tavarjuna. Vishtabhyam idam krishnam. Ekam shena sthito jagat. So, Übersetzung und Erläuterung von seiner göttlichen Gnade. Aber Charanavinda Bhaktorenta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Doch wozu, O Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Mit einem einzelnen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das gesamte Universum. Erläuterung. Der höchste Herr ist in allen materiellen Universen gegenwärtig, indem er als Überseele in alle Dinge eingeht. Der Herr erklärt Arjuna hier, dass es nicht notwendig sei, die Fülle und Pracht einzelne Manifestationen separat zu verstehen. Arjuna sollte verstehen, dass alle Manifestationen nur existieren können, weil Krishna als Überseele in sie eingeht. Alle Lebewesen, angefangen vom Brahma, dem gigantischen Geschöpf, bis hinunter zur kleinsten Ameise, existieren nur, weil der Herr in sie eingegangen ist und sie alle erhält. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die den Standpunkt vertritt, dass man durch die Verehrung eines beliebigen Halbgottes die höchste Persönlichkeit Gottes bzw. das höchste Ziel erreicht.
Hier jedoch wird die Verehrung der Halbgötter von Grund auf missbilligt, da selbst die größten Halbgötter wie Brahma und Shiva nur einen Teil der Füllen des höchsten Herrn repräsentieren. Er ist der Ursprung von jedem, der geboren wird, und niemand ist größer als er. Er ist Asamurtva, das heißt, niemand kann ihn übertreffen oder ihm gleichkommen. Im Padma Purana heißt es, dass jemand, der den höchsten Herrn Krishna mit den Halbgöttern gleichsetzt, selbst wenn es sich um Brahma oder Shiva handelt, auf der Stelle zum Atheisten wird. Wenn jedoch die verschiedenen Beschreibungen der Füllen und Erweiterungen von Krishnas Energie grundsätzlich studiert, kann man ohne jeden Zweifel die Stellung des Herrn Shri Krishna verstehen und seinen Verstand ohne Abweichung auf die Verehrung Krishnas richten. In seinem Aspekt der Überseele, der Erweiterung seiner Teilrepräsentation, die in alles Existierende eingeht, ist der Herr alldurchdringend. Reine Gottgeweihte konzentrieren daher ihre Gedanken im Krishna-Bewusstsein völlig auf den hingebungsvollen Dienst. So ist es ihnen möglich, ständig auf der transzendentalen Ebene zu bleiben. In den Versen 8 bis 11 diesen Kapitels findet man eine sehr klare Beschreibung von hingebungsvollen Dienst und der Verehrung Krishnas. Das ist der Pfad des reinen hingebungsvollen Dienstes. Wie man die höchste Vollkommenheit der Hingabe, Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes erreichen kann, ist in diesem Kapitel ausführlich erklärt worden. Shrila Baladev Vidyabhushana, ein bedeutender Acharya in der Schülernachfolge, die von Krishna ausgeht, schreibt zum Abschluss seines Kommentares zu diesem Kapitel: Yachakti leshat suryadya bhavanti ati ugra tejasa yat amshena dritam vishvam sakrishno dashame richate. Von Shri Krishnas mächtiger Energie bezieht selbst die mächtige Sonne ihre Macht, und die ganze Welt wird durch Krishnas Teilerweiterung erhalten. Deshalb ist Shri Krishna verehrenswert. Hiermit endet die Bhaktivedanta Erläuterung zum 10. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Die Füllen des Absoluten. So. Om Agyana Tivirandasya Jananjana Shalakaya Jakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupangatamayam Tatati Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shivasadi Gura Bhaktavrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna. Also noch einmal, wir sind hier am Ende des 10. Kapitels. Und ja, Krishna sagt hier noch die Abschlussworte. Und jetzt können wir versuchen, da ein wenig zu erläutern, was Krishna so meint. Ich muss ehrlich gestehen, wie ich selber da gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, okay, aber was will da jetzt Krishna wirklich sagen? Wo er jetzt hier sagt auch, doch wozu, O Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Das ist mal die erste Frage von Krishna. Und dann sagt er weiterhin, mit einem einzelnen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das gesamte Universum. Da geht auch die Srila Prabhupada dann auch darauf ein, also auf diesen Teil mehr, wenn ihr es gemerkt habt oder die Verbindung, dass Krishna durch seine Erweiterung als Paramatma überall drinnen ist und deswegen allgegenwärtig ist. Aber
ich muss ehrlich gestehen, so dieser erste Satz hat mir so ein bisschen eher zum Glück. Ja, okay. Und ja, er hat jetzt so viel aufgezählt, nicht? Krishna von seiner Pracht, von seiner Opulenz, von seiner Majestät. Und da bin ich das und in dem bin ich der. Und ich habe mir gedacht, okay, ist jetzt nicht so wichtig, vielleicht nicht, weil Krishna das so beschreibt. Ne? Doch wozu, Arjuna, ist dieses detaillierte Wissen notwendig? Und Srila Prabhupada sagte eigentlich auch, dass eigentlich meint hier Krishna, das ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir diese ganzen Opulenzen, diese ganzen verschiedenen Aspekte oder wie auch immer, sind es nicht Erwartungen, wo jetzt Krishna überall drinnen ist, ne, dass wir das nicht verstehen. Aber dann habe ich ein bisschen hin und her studiert, recherchiert, gesucht und dann bin ich selber zu einer interessanten Schlussfolgerung gekommen, was für mich auch ein bisschen dann, wie sagt man, so ein bisschen einleuchtend oder erweckend war. Und zwar, hoffentlich finden wir jetzt gemeinsam eine kleine Konklusion dann bis zum Schluss. Und zwar, ich habe da gedacht, okay, ich suche mal, okay, was schreibt die Bhagavad Gita hier über Wissen? Ich meine, es sind verschiedene Themen im Bhagavad Gita. Es sind viele Themen. Und hier geht es ja gewisserweise um Wissen. Da sagt Krishna, ja, aber Juna, wozu dieses Wissen? Und dann relativ am Anfang, noch im dritten Kapitel, Vers 3, 33, da sagt schon Krishna, selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt eigentlich nur seiner Natur gemäß. Und beziehungsweise könnten wir sagen, also dieser Mensch, auch wenn es ein Devote ist, zum Beispiel der schon Devote ist, aber noch vielleicht nicht ganz, und das sagt Prabhupada dann dazu, erläutert, der noch nicht auf der transzendentalen Ebene ist, der handelt noch gemäß, also unter den Gunas, also unter den Einfluss der materiellen, der drei materiellen Erscheinungsweisen. Unwissenheit, Leidenschaft, Tugend. Oder zumindest gemischt und oder noch nicht rein. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay. Und dann sagt Srila Prabhupada noch dazu, ergänzt er noch, dass eigentlich nur mit diesem theoretischen Wissen, also wenn man jetzt theoretisches Wissen hier kultiviert, ansammelt, sich aneignet, kann man nicht von Maya entkommen, beziehungsweise nicht befreit werden davon. Die wirkt trotzdem. Ne? Und wir wissen, es gibt ja verschiedene Aspekte vom Wissen. Wir wissen, das Wissen, was macht Wissen, also normal, wenn wir, was hat Wissen für eine Wirkung? Ja, aber wie wirkt sie? Also was macht sie? Ich meine, wenn wir zum Beispiel chanten, das hat auch eine, ne? Es gibt einen speziellen Ausdruck, wo wir sagen, okay, das ist eher, was? Was ist chanten? Also wie wirkt chanten? Ich suche ein Wort. Wie wirkt Wasser? Ah. Wie wirkt Wissen? Ja, das reinigt ja auch, oder? Sagt der Krishna auch in der Gita, oder? Das, weil wer mich studiert, ne, der ist auch, wir reinigen uns auch durch das Wissen, ist auch hingebungsvoller Dienst. Aber gehen wir mal jetzt ein Stück weiter. Also wir haben jetzt gehört, okay, Wissen, okay, eigentlich bleiben wir da trotzdem noch in unseren gewissen Kategorien von den Gunas. Also sagt der Krishna selbst ein Mensch, der da und da, der ist ja auch noch, ne? Also Krishna ist ja jetzt noch nicht so enthusiastisch bezüglich Wissen. Ne? Das haben wir jetzt hier im Vers ja auch noch nicht. Ne? Ja, wozu dieses detaillierte Wissen? Was fängt er damit an? Was wollte er damit? Krishna oder Arjuna, was macht das? Ne? Und dann ein bisschen später, da wird es jetzt interessant, als Verknüpfungspunkt, das sind jetzt drei Kapitel später, im sechsten Kapitel, Vers 8, sagt Krishna dann, ein Mensch gilt als selbstverwirklicht, wenn er Kraft gelernten und verwirklichten Wissens völlig zufrieden ist. Also der ist völlig zufrieden und der ist völlig ausgeglichen. Und das, wenn er, also so ein Mensch wirkt, also der ist selbstverwirklicht, der
mit Gelernten, also was er ein bisschen gelernt hat, und verwirklichten Wissen, also praktisch umgesetzten, nicht nur Jnana, sondern Vijnana. Wenn er das Wissen auch umsetzt in die Praxis, daraus kommt was? Wir wissen, was ist dann? Ich suche jetzt wieder ein Wort. Wissen ist ein ähnliches Wort, bisschen so die Überstufe davon. Aus Wissen kann was entstehen? Genau, Weisheit. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel Jnana und Vijnana. Ne? Also Wissen, Jnana und Vijnana halt. Ne? Weisheit, also wenn man das wirklich verwirklicht, ne? Realisiert. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ne? Da stuft Krishna schon auf, okay, Wissen. Und wenn das verwirklicht ist, okay, so ein Mensch, der gilt schon, so ein Yogi, der gilt schon als selbstverwirklicht. Ne? Und wenn er auch völlig zufrieden ist. Weil, was macht auch Wissen? Worauf wirkt Wissen? Auf was? Ja, stimmt auch gewiss, aber das suche ich jetzt auch nicht. Wir haben welche verschiedene Dinge in uns. Jetzt. Ja? Genau, das ist der Punkt. Es wirkt auf die Intelligenz. Ne? Wenn wir studieren, wenn wir lernen, dann stärken wir damit die Intelligenz. Natürlich auch den Geist hoffentlich, das sollte dann automatisch den Geist auch zügeln, mehr stärken. Und das ist schon, und mit dem erfahrenen, gelebten Wissen wird es ja noch tiefer. Ja? Und dann werden die Eindrücke und alles. Also sind wir schon weiter. Und da sagt Krishna dann dazu, also beziehungsweise so ein, im Vers noch, wo Krishna dann sagt, so ein Mensch sieht Kiesel, Gold, Stein, alles als eben, ne? der ist jetzt nicht irgendwie verwirrt. Der ist irgendwie ausgeglichen, der hat ein wirkliches Wissen. Der sieht jetzt, oh, das ist gut, das Begehr. Der ist schon mehr frei von Begierde, von diesen materiellen Konzepten, der ist da schon mehr über diesen Dingen drüber. Ne? Also der ist da schon mehr zufrieden und ausgeglichen, ne? Ausbalanciert. Und da sagt Srila Prabhupada dazu, das ist ein sehr bekannter Vers aus dem Bhaktirasamrita Sindhu, kennen wahrscheinlich die meisten von euch oder habt ihr schon zumindest gehört, ist Atashe Krishna Namadi, Bhavet Grayam Indriya, Sevamukhe Hijivadu, Svayam Evas Purati Adaha. Der Vers, ne? Kennt ihr den? Habt ihr schon mal gehört, oder? Vielleicht schon mal. Wahrscheinlich schon mal gehört. Und dieser Vers sagt aus, dass niemand kann eigentlich Krishnas Wesen, Eigenschaft, Gestalt, Namen und Spiele mit verunreinigten Sinnen verstehen oder wahrnehmen. Ja? Und dann wird noch gesagt, nur derjenige, und jetzt kommt der springende Punkt, nur derjenige kann das, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Ne? Beziehungsweise der im Hingebungsvollen erfüllt ist, ne? Der dadurch Freude erfährt und Sättigung im Herzen. Ne? Diese Person kann, darf oder hat die Barmherzigkeit an dem wird das dann offenbart, dem kann das dann offenbart werden. Und das sagt dann Srila Prabhupada noch hier dazu. Nicht? Also jetzt sind wir dann schon weiter, wo Krishna eigentlich schon spricht, okay, das wird jetzt schon ein bisschen okay, wichtiger, das Wissen. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Nicht? Und Prabhupada sagt, okay, durch den hingebungsvollen Dienst wird auch die richtige Reinigung erfolgen und dann halt diese Offenbarung von Krishna mehr. Nicht? Und Prabhupada setzt ganz bewusst diesen Vers ein, da können wir noch mal kurz vielleicht drauf gehen, wenn ich nicht vergesse. Und dann haben wir noch in der Erläuterung hier jetzt im Vers zu 10.42 gehört, dass Srila Baladeva Vidyabhushana hat auch noch etwas, könnt ihr euch erinnern? Ganz zum Schluss hat er noch etwas gesagt zum 10. Kapitel, in Bezug zum 10. Kapitel. Könnt ihr euch kurz erinnern? Wie auch immer, wir gehen das jetzt nochmal kurz durch. Und zwar hat er gesagt,
Er hat einen Vers genannt oder beziehungsweise hat gesagt, dass eigentlich, also zum 10. Kapitel jetzt nochmal, hat er jetzt, also zum Abrundung hat er diesen Kommentar noch gegeben und hat gesagt, eigentlich sogar die Sonne bezieht ihre Macht aus der Energie Krishnas. Und auch die ganze Welt wird durch Krishnas Teilerweiterung erhalten. So ist Paramatma alles, die ganzen Erweiterungen, es wird alles gemanagt, die ganze Welt wird durchzogen mit Krishnas, ne? Erweiterungen, Energien. Und dann sagt er, Pradivitya Bhushana, dass eigentlich deshalb ist Krishna eigentlich wirklich verehrenswert. Warum nicht? Klar. Ist doch ganz klar, oder? Muss doch klar sein, ne? Und das ist dann halt mehr der Punkt, wo wir dann halt auch auf den zweiten Teil des Verses hier gehen und 42, mit einem einzigen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das Gesamtuniversum. Ne? Da geht vielleicht Baladevitya Bhushana, unser Acharya, auf diesen Teil ein. Aber was noch interessant war, wo ich dann noch mehr Zusammenhänge gefunden habe und noch ein paar mehr Details, wo wir dann vielleicht noch der Wahrheit oder diesen letzten Vers ein bisschen vielleicht mehr auf den Grund gehen können. Und wo Srila Prabhupada dann sagt, es war für mich am Anfang nicht so eindeutig, wie ich dann ein bisschen mehr mich damit beschäftigt habe, dann ist es immer mehr klarer geworden. Und dann sagt Srila Prabhupada noch, vielleicht könnt ihr euch da erinnern, er hat noch einmal verwiesen, welche Verse da noch wichtig wären. Und zwar hat er gesagt 10.8, 10.9, 10.10 und 10.11. Ich kann mal da kurz lesen. Da sagt er, so ist es Ihnen möglich, auf der transzendentalen Ebene zu bleiben. In den Versen 8 bis 11 dieses Kapitels findet man eine sehr klare Beschreibung von hingebungsvollen Dienst und der Verehrung Krishnas, sagt Srila Prabhupada. Da habe ich mir gedacht, okay, Verehrung Krishnas, hingebungsvollen Dienst, wie komme ich da jetzt dazu? Wie kommen wir jetzt dazu, wenn wir hier, da sagt Krishna, okay, aber das Wissen ist nicht so wichtig, also was ich dir jetzt vorher gesagt habe, und ich durchdringe, erhalte alles, aber wie kommen wir jetzt hier zum Dienst und zum Anfang des 10. Kapitels? Am Anfang war ich auch ein bisschen so durcheinander, bis ich das Bild mehr. Aber wenn wir jetzt ein bisschen gucken, ist eigentlich interessant, weil der 10.8. Vers, jetzt sind wir da schon ein Stück hier näher gekommen, ne, vom Adarsha Krishna Namadi, von dem Vers auch, ne, mit dem Wissen. Und da wird dann in 10.8 gesagt, da sagt dann Krishna, ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten und alles geht von mir aus. Ja, haben wir jetzt auch schon ähnlich gehört. Und die Weisen und die Heiligen, die das wirklich auch verstanden haben, die verehren mich und sind im hingebungsvollen Dienst, wie sagt man, engaged, die sind beschäftigt mit Hingabe, mit hingebungsvollen Dienst. Einfach nur sagen, okay, jetzt geht es schon wieder in die Richtung. Also irgendwie werden die Punkte immer wieder zusammengeholt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Irgendwie connectet sich das Ganze jetzt hier. Da sind wir am Ende des 10. Kapitels, da noch relativ am Anfang, beziehungsweise noch zu vermerken, diese vier Verse sind eigentlich die Chatur-Shlokis der Bhagavad Gita. Das heißt, das sind die vier, Chatur heißt der vier, Shlokas sind die Verse, das sind die vier wichtigsten Verse eigentlich der Bhagavad Gita. Es gibt auch im Srimad Bhagavatam, gibt es auch vier Chatur-Shlokis. Aber auch hier in der Bhagavad Gita, und dann habe ich dann ein bisschen so geguckt und geschaut und dann immer mehr, also wenn man das wirklich ein bisschen durchstudiert und sich dann ein Bild macht, dann erkennt man wirklich, okay, was ist das 10. Kapitel, warum, wieso, weshalb und was sagt hier Krishna und warum sagt Prabhupada diese Punkte hier noch dazu. Da wird es eigentlich mehr deutlicher. Und, sorry, ist schon ein bisschen zu technisch, oder geht es noch? Ist ein bisschen technisch, oder? Alles naturverbunden. Machen wir es, ich versuche es einfach zu machen, dass ihr vielleicht irgendwie die Punkte irgendwie mitbekommt, dass ihr wirklich mitverfolgen könnt. Und dann im nächsten Vers in 10.9, da sagt dann Krishna, die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen immer in mir. Also eigentlich wird da jetzt ein bisschen auch aufgestockt. Nicht?
Wir haben jetzt vorgehört, okay, es kommt alles von mir, und die heiligen Weisen, die beschäftigen sich dann schon in meinem Dienst und so. Und jetzt Stück für Stück geht Krishna dann noch ein bisschen weiter. Er sagt da, die Gedanken meiner reinen Geweihten, die weilen immer in mir. Und eigentlich ist ihr Leben, oder ihr Leben ist eigentlich fast praktisch mein hingebungsvoller Dienst. Ihr Leben, ne, das ist einfach Dienst. Ne? Also da geht er schon ein bisschen weiter. Und diese Persönlichkeiten, die dann so handeln, die sind dann auch komplett zufrieden und in Glückseligkeit geerdet. Ne? Also die sind dann wirklich ausgeglichen. Ne? Und dann sagt Krishna noch dazu, dass diese Persönlichkeiten auch ständig über mich sprechen. Sie kommen zusammen und sprechen über mich. Ne? Über dieses Wissen, über dieses transzendentale Wissen. Ne? Da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Ne? Also wir haben jetzt einige Punkte, die immer wieder wiederkehren. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen so mitkommt. Übrigens, ganz kurz für zwischendurch, also am Ende gibt es eine kleine Pfandfrage zu Lecture bezogen. Da gibt es einen kleinen Preis zu gewinnen. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn ihr jetzt aufpasst, habt ihr die Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu ergattern. Wenn ihr die richtige Antwort gibt, ist eigentlich relativ einfach, aber ihr müsst halt aufpassen. Und dann noch im nächsten Vers, jetzt geht es ja noch weiter, also hier haben wir auch schon, okay, der Dienst, der Gottgeweihte, der reine Geweihte ist im Dienst beschäftigt, der ist zufrieden, der ist stetig, der redet ständig über mich. Und der nächste Vers 10.10 geht es darum, dass diejenigen, die ständig mir hingegeben sind, sagt Krishna, und die mich mit Liebe verehren, die ständig, wirklich ständig mich immer verehren, immer in Hingabe zu mir sind und mich wirklich mit Liebe, mit Bhakti, also da geht es schon jetzt ein bisschen weiter und weiter, sagt Krishna, da ist wirklich jetzt schon Bhakti da, die lieben mich wirklich. Weiß jemand, wie es weitergeht? 10.10. Denen gibt Krishna was? Denen gibt Krishna etwas. Ne? Und fast, nicht ganz. Genau. Und diese Devotis können dann zu mir gehen. Aber jetzt sagt dann Krishna, okay, und die dann, jetzt stockt er ein bisschen auf, und die können dann zurück zu mir. Ne? Sagt er. Und das ist schon, jetzt geht schon ins Eingemachte. Und eigentlich, ja, 10, 11 können wir vielleicht noch ganz, ganz kurz erläutern. Das ist jetzt, da sagt Krishna noch, das wäre noch vielleicht so ein Zusatz, habe ich mir gedacht. Das wäre jetzt nicht unbedingt essentiell wichtig, aber ist auch nicht unwichtig. Da sagt Krishna, aus meiner Barmherzigkeit nehme ich ihnen mit der Fackel des Wissens die Unwissenheit weg. Also sprich, diese Gottgeweihte, die können nicht mehr dann in Tamagun kommen. Die sind ständig befreit davon. Ne? Da leuchte ich ständig die ganze Zeit. Die kommen vielleicht irgendwas, aber ist gleich weg, die Unwissenheit, wird gleich weggekattet. Also ist Krishna ständig präsent, da ist seine Barmherzigkeit wirklich schon da bei diesen Devotis. Praktisch ist nicht mehr die Möglichkeit dahin. Ne? Also es ist schon sehr wichtig, dass wir halt dann bewildert sind und einfach dann verwirrt sind, irgendwas nicht verstehen, nicht interpretieren können, nicht falsch, also nicht richtig verstehen und so. Und das ist halt noch vielleicht die Draufgabe, könnten wir sagen. Aber schlussendlich will ich vielleicht den Faden, oder ich weiß nicht, ob der Faden jetzt ersichtlich war, aber wir sind hier vorangegangen von Wissen und haben versucht zu erläutern, okay, Wissen, sagte Krishna, ist nicht so wichtig über mich. Warum diese ganzen, also nicht wichtig über mich, aber das ist jetzt nicht so dieses detaillierte Wissen. Aber wozu? Wozu notwendig, sagt Krishna. Und das hat schon einen Sinn, ne, über Krishna zu hören. Wir wissen, transzendentales Wissen reinigt, aber muss nicht unbedingt im Detail. Und das ist auch ein Punkt, was hier Prabhupada auch gesagt hat, es muss nicht im Detail ausgearbeitet werden. Aber schlussendlich zählt auch diese Hingabe durch Wissen, also gepaart mit hingebungsvollen Dienst, wirkt diese ganze Sache. Ne? Und schlussendlich, worum geht es? Wen sollen wir schlussendlich erkennen durch die Bhagavad Gita? Krishna. Und ja, das ist halt wirklich, wirklich wichtig, dass wir halt diese Themen ein bisschen vielleicht auch eine. Teilweise liest man, ich kenne das auch, teilweise liest man Verse von der Bhagavad Gita und liest und denkt, ja, klar, irgendwie. Aber wenn man wirklich jetzt sagt, okay, was sagt jetzt Krishna wirklich, was will er denn von uns
Können wir das jetzt irgendwie erklären oder wirklich jetzt, können wir darüber reden und jemanden wirklich, was will er da jetzt, wie hängt das zusammen, haben wir da ein Verständnis davon. Und da ist es halt gut, wenn wir manchmal wirklich ein bisschen studieren oder da verschiedene Zusammenhänge. Und was jetzt noch ein kleiner wichtiger Punkt ist, wir können jetzt noch einmal vielleicht kurz noch einen Kreis nach vorn machen, ganz nach vorn, am Anfang der Bhagavad Gita. Und zwar sagt er, beginnt die Bhagavad Gita, dass Krishna sagt zu Arjuna, dass, also hör mir zu, ich meine es mit dir gut, du bist mein Freund, jetzt werde ich dir Wissen offenbaren, was noch wichtiger ist, wie alles andere, was ich jetzt bisher schon irgendwie gesagt habe. Also Krishna sagt ihm schon, er bereitet ihm schon darauf vor, dass es das Wichtige hier offenbart wird. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht zu lange machen. Ich glaube, es war genug ein bisschen technisch und ja, vielleicht nicht zu philosophisch oder wie auch immer. Ich würde gern hier enden. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas, dann ist es herzlich willkommen. Aber jetzt würde ich gern noch die Pfandfrage stellen. Also die Pfandfrage ist jetzt nicht wirklich sehr schwer, aber die Frage, ich muss jetzt selber überlegen, wie ich die stelle, dass ich da nichts Schlechtes sage oder dass ich auch also jetzt aus der Lecture, was wir so gehört haben und die ganzen Elemente, die wir versucht haben zu erläutern, aus dem Vers und jetzt hier aus dem 10. Kapitel, was ist jetzt die Konklusion daraus? Also ich muss jetzt schauen, wie ich die Frage stelle, dass es nicht zu einfach ist, aber dass es auch nicht zu schwer ist. Ich muss jetzt gucken. Durch was können wir Krishna, also was ist ein wichtiger Vorgang, was ich jetzt hier aus dem 10. Kapitel wir raushören, durch was wir zu Krishna näher kommen oder erreichen? Wenn jemand das weiß, zeigt bitte auf und dann gibt es vielleicht eine Überraschung, eine kleine Belohnung, wenn es richtig ist. Wenn nicht, wenn falsch, dann müssen wir weitermachen. Ja, genau, ist die richtige Antwort. Also es geht durch Dienst. Also wenn wir jetzt ein bisschen nochmal zurückkurven, wir sind dann von Wissen und mit Wissen, ja klar, Stück für Stück Wissen, aber schlussendlich ist es hier alles zurückgekommen auf den Dienst. Ich habe mir auch gedacht, da sagt Krishna hier, redet von, ja, das detaillierte Wissen ist nicht so und hin und her und ich durchdringe alles. Aber eigentlich, was hier die Punkte und Acharas und Prabhupada immer, das ist, was durchgelaufen ist, ist eigentlich die Konklusion gewesen, der hingebungsvolle Dienst. Dass wir durch den Dienst und dann noch einmal ne, die 10, 8, 10, 9, 10, 10, es geht ja noch einmal in die Richtung, dann vorher auch schon, ist die ganze Zeit ist es um den Dienst herumgegangen. Eigentlich etwas versteckt, nicht? Also eigentlich ist es etwas versteckt gehalten, aber irgendwie dann doch, ne, das ist die Essenz daraus. Es war für mich dann auch irgendwie spannend, so wow, eigentlich ja, der ganze Vers, hätte ich mir jetzt nicht so gedacht, dass es da hier wirklich um hingebungsvollen Dienst geht, aber es ist etwas versteckter, aber das ist die Essenz daraus. Das ist eigentlich interessant, für mich war es auch so interessant, weil ich merke, wow, man liest so die Verse, aber eigentlich, was versteht man, was zieht man daraus, ne? Was nimmt man wirklich daraus? Aber da braucht man die Erläuterungen, die Kommentare, da muss man ein bisschen studieren, muss man ein bisschen verstehen, um was geht es da in dem Kapitel, was wird da offenbart, um was ist da. Und natürlich hat Krishna dann das Wissen zwischendurch, ich bin da und jenes und damit hat er nicht ganz verwirrt oder abgelenkt, aber und dann zum Schluss hat er ganz kurz jetzt gesagt, naja, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Ne? Das ist okay und gut, aber, da haben wir schon vorher schon was anderes besprochen. Ne? Eigentlich war für mich auch interessant. Ja. Also in dem Sinne, Srimad Bhagavad Gita Ki, Srila Prabhupada Ki. Gibt es auch irgendwelche Fragen, Anregungen? Irgendwelche Themen? Michael? Yeah.
Er hat die Anweisung angenommen praktisch, ne? Ja. Ja, das ist, ja, das, und was ist jetzt daraus, wenn wir jetzt das verbinden wollen? Das war eigentlich diese, das ist, dass er das angenommen hat, das war das als Dienst gezählt. Okay, das mache ich. Das war der Dienst praktisch, ne? Das war sein Hingehen, das war schon sein, das ist so einfach, ne? Oft müssen wir nicht Ziegel schleppen, ich meine manchmal schon, ist auch okay. Kann auch hingebungsvoller Dienst sein, dass wir sagen, okay, ich nehme das an, ich nehme die Anweisung an, mach's. Auch wenn es unscheinbar oder wie sagt man so, wirkungslos wirkt oder unnötig. Aber sind wir einfach so einfach, dass wir einfach eine einfache Anweisung annehmen, auch wenn sie jetzt irgendwie verrückt klingt oder gar keinen Sinn macht? Oder, aber das ist oft, das sind auch so kleine Tücken. Ob wir so diese Einfachheit haben, der Guru sagt, wenn man denkt, aber okay, ich mach's. Ich habe auch einmal eine Sache, eigentlich sollte man immer, was der Guru sagt, das sollte man immer machen. Ohne Widerrede, ohne Widerspruch. Und einmal habe ich auch einen Fehler gemacht bei meinem Guru Maharaj, wie ich ihn gedient habe. Das erzähle ich euch, weil das war mir wirklich unangenehm. Aber ich erzähle es euch jetzt. Und zwar da habe ich ihn gedient, habe ich ihm Mittagessen gebracht und dann bin ich, als wir fertig waren, rausgebracht und ich bei der Tür gestanden bin, habe ich noch gefragt, Guru Maharaj, darf ich dir noch etwas dienen oder brauchst du etwas oder kann ich noch etwas machen oder wie auch immer. Und dann sitzt er am Schreibtisch und sagt, ja, du hast mir vor ein paar Tagen diese Blume gebracht, das war so eine kleine Blume in so einem kleinen Topf, waren so zwei kleine gelbe Blumen drauf und die habe ich ihm auf den Schreibtisch gestellt und er hat sie auf seinem Altar gestellt. Zu seinem kleinen Giriraj. Und dann sagt er, ja, die Blume ist schon verwelkt, die kannst du wieder mitnehmen. Ich gucke so auf die Blume und so, ah, Guru Maharaj, die schaut noch ganz gut aus. Eine war schon ein bisschen kaputt und die andere war noch okay. Und ich so, ups. Und da habe ich so, oh mein Gott, was habe ich jetzt gesagt? Mir war sofort so heiß, mir war so unangenehm. Da habe ich mir so, ist halt so rausgerutscht und ich so, und dann hat er sofort gesagt, okay, dann lass es einfach, dann ist schon gut. Und ich habe nicht schlucken können. Ich war so, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Und dann habe ich halt die Blume, sorry Guru Maharaj, habe ich mich entschuldigt, habe die Blume genommen und bin raus. Und ich habe noch nicht einmal die Tür zugemacht, am liebsten wäre ich wieder reingerannt und hätte mich entschuldigt, so richtig, ah, oh, Guru Maharaj, tut mir leid. Und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt warten, bis ich wieder das nächste Mal rein kann. Ich war die ganze Zeit total mental, war total aufgewühlt und habe kaum erwartet, dass ich wieder klopfen kann, Guru Maharaj. Und dann habe ich so, Haribol. Und dann bin ich wieder rein. Und dann habe ich mich gleich mit Dandavat und sorry, Guru Maharaj. Ja, wieso? Was denn? Was ist passiert? So, ja, okay. Dann hat er so gemacht, als wäre nichts passiert. Aber das habe ich da gelernt daraus. Ne? Sollte man nie, irgendwie nicht einmal ansatzweise irgendwas wieder reden. Ja. Das war nicht sehr schwer. Das war wie ein Donnerschlag. Das habe ich schwer übersehen können, da hätte ich schon ziemlich viel Drogen nehmen müssen, also glaube ich, es war ziemlich, die Überseele hat ziemlich schnell reagiert, mein Körper auch, ist alles heiß angelaufen, war ziemlich intensiv, ja. Hare Krishna, danke für eure Aufmerksamkeit.